Sommer- und Ferienzeit ist Biergartenzeit. Der Münchner sucht hier Erholung und zur Erfrischung ein Massbier. Aber halt, da fehlt doch was. Ja, genau, eine Brotzeit gehört natürlich auch dazu. Wie wär's denn mal mit Sülze? Bei heißem Wetter variantenreich und delikat. Haxensülze mit leichtem Kümmelaroma am Stück oder als Wurstsalat. Angereichert mit magerer Schinkenrotwurst. Ganz exquisit ist auch Tafelspitzsülze. Verfeinert mit Wurzelgemüse, ein ganz mildes Sülz dazu, in feine Streifen geschnitten. Ich mag es am liebsten mit einem leichten Dressing aus Balsamico-Essig und Olivenöl. Ein bisschen einen groben Pfeffer mit dazu. Ich sage es Ihnen einmal, wie ich es mache. Also ganz ein bisschen Balsamico drauf. Wirklich, dass es mild ist. Ein paar Tropfen Olivenöl. Ein bisschen garnieren mit dem Feldsalat und vielleicht ein paar Bresal, groben Pfeffer drauf, wer es mag. So mag ich Tafelspitzsülze am liebsten, ist einfach eine hervorragende Vorspeise. Absoluter Renner im Biergarten ist und bleibt Tellerbratensülze. Dazu gehört natürlich ein Brezen und ein Maßbier. Sülze lässt sich in verschiedensten Variationen genießen. Für die Qualität und Frische des dabei verwendeten Schweinefleisches ist die Regionalität bestimmend. Wichtig ist dabei, dass die Tiere mit natürlichem Futter versorgt werden und bei kontrollierter Aufzucht von Vertragsbauern stammen. Die Qualitätssicherung überprüft die vorgegebenen Parameter. Auch bei der Schweinschulter für die klassische Tellersülze. Die Schweine kommen nur ausschließlich aus Bayern. Für diese Tellerbratensülze verwenden wir nur die dicke Schulter. Es eignet sich sehr gut, weil die schön kompakt ist und beim Braten dann hinterher eine schöne große Kruste gibt. Jetzt wird die Schweineschulter in klassischer Schweinebratenwürzung bestehend aus Salz, Pfeffer, etwas Knoblauch, Kümmel und Paprika eingerieben. Einen Tag lang bleiben die Schulterstücke so liegen, damit das Fleisch bis zum Kern gut durchzieht. Jetzt schieben wir den Braten in den Ofen. Der wird bei Niedrigtemperatur ca. 10 Stunden auf 68 Grad gebraten. Dadurch bleibt er schön saftig. Wenn die 10 Stunden vorbei sind, dann sieht er hier so aus. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Die Zeit ist ja hier abgelaufen. Von außen optisch ist die Kruste wunderbar und auch schön goldgelb, weil das ist ja wichtig, damit der Braten diesen Bratengeschmack hat. Und der überträgt sich ja dann auf die Sülze, dass auch ein richtiger schöner Geschmack in der Sülze entsteht. Schauen wir das gleich mal an. Ist natürlich optimal von Farbe und von der Kruste, die ist schön aufgesprungen. Nach dem Auskühlen wird die Schweineschulter hauchdünn geschnitten. Von Hand legt der Metzgermeister die zarten Fleischstücke auf den Teller. Dabei wird etwas Sülze beigegeben, man sagt angießen, sodass eine Bindung von Teller und Braten entsteht. Nach dem Erkalten sorgt eine weitere Sülzschicht dafür, dass das Bratenfleisch völlig bedeckt ist. Anschließend wird es kurz kaltgestellt und sofort ausgeliefert. Übrigens, hier wird gerade noch Knöchelsülze abgefüllt. Sie ist eine traditionelle Münchner Spezialität. Bei nur 10% Fett gelten die in der Sülze enthaltenen Kollagene als gut für Haut, Haare und Knochen. Mein Tipp für heiße Sommertage ist die Kalbfleischsülze. Hergestellt aus ganz magerem Kalbfleisch, nur 4% Fett, in Weißweinaspik. Ganz eine milde Sülze, sehr mager. Da ist jetzt angerichtet auf einem Feldsalat mit leichtem Balsamico-Dressing und als Alternative zu den Putenstreifen einfach mal die Kalbfleischsülze drüber. Haben so einen hervorragenden Salat als kleine Mahlzeit zwischendurch. Oder aber auf die schnelle Corned Beef-Sülze, hergestellt aus magerem Rindfleisch, verfeinert mit Meerrettich. Hier angerichtet auf Vollkornbrot mit frischem Farmersalat. Die Auswahl an Sülzen reicht von traditionell herzhaft bis exquisit fein. Als schicke Vorspeise im Sommer und auch auf dem Frühstückstisch eine Bereicherung. Sülzen sind selbstverständlich auch im Biergarten eine willkommene Erfrischung.